findet Liebe statt? Ja, stell die Frage. Es ist überall, wenn man hinguckt, nicht wahr? Also in der Natur, um uns herum, in uns. Die Liebe, die habe ich ja fast nicht angeschaut. Wie ein Narr kann man doch sein, ne? Hi, ich bin Cornelius, ich bin heute in Magdeburg und ich möchte von den Menschen hier wissen, was oder wen lieben sie? Hallo Friedemann, wo kommst du gerade her, wo geht's hin? Ich mache hier ein Seminar, eine Hypnoseausbildung in Magdeburg. Ich habe jetzt noch kurz Mittagspause und habe 25 Minuten Zeit, zurückzukommen. Okay, Seminar wozu? Eine Ausbildung in Hypnose. Hypnose? Hypnose. Wie kommt man dazu? Ich suche als Heilpraktiker noch nach guten Methoden, die tiefer gehen, die Leuten helfen können, die verschiedene Probleme lösen können. Gehe ich recht in der Annahme, dass du das für dich schon gemacht hast? Ja, ich habe es auch für mich schon gemacht, genau. Deswegen. Also ist es auch eine Form von Selbstliebe, die man da entwickelt? Ja, auf jeden Fall. Das war das, was ich da gelernt habe. Hast du die vorher auch schon? Oder? Nee, eben nicht. Genau, nee. Ich bin so mit mir umgegangen, wie andere auch mit mir umgegangen sind und konnte da eine neue Art und Weise lernen, mit mir umzugehen. Warum glaubst du, ist dir das vorher mit der Selbstliebe so schwer gefallen? Ich denke, dass das... man geht so mit sich um, wie man das als kleiner Mensch beigebracht gekriegt hat, wie die Großen mit einem umgegangen sind. Wenn die Großen immer sagen, reiß dich zusammen, ein Indianer kennt keinen Schmerz, jetzt hab dich mal nicht so, ich habe gar keine Zeit für dich, dann automatisiert man das, verinnerlicht das. Und das nächste Mal, wenn es einem so geht, dann denkt man wieder, ich muss mich zusammenreißen, die haben keine Zeit für mich. Und deswegen. Und wenn jetzt jemand zuguckt und sich denkt, so ja, Selbstliebe, kannst du begreiflich machen, wie sich dein Leben verändert hat, sozusagen nachdem du dann Selbstliebe gelernt hast? Also was verändert sich dadurch? In den entsprechenden Situationen, wo man reinkommt und dann sich jetzt sagen würde, reißt sich zusammen, sagt man, nee, das nervt jetzt wirklich. Und was könnte ich denn jetzt für mich tun, damit ich mich besser fühle? Ja. Und sowas ist dann neu. Und hat es auch deine Beziehungen zu anderen Menschen verändert? Ja, das trat wegen einer Beziehungskrise auf und ich habe mir dann Freundinnen gesucht, die mich mehr wertgeschätzt haben. Das war tatsächlich in der Partnerschaft, das ist aufgetreten. Und das hat geklappt auch? Ja, das hat tatsächlich geklappt. Die nächste Freundin war eine, wo ich das Gefühl hatte, die bringt mir wirklich mehr Wertschätzung entgegen. Und vorher, das war eine, die das nicht so konnte. Wie alt warst du, als du diese Grunderfahrung neu gemacht hast? Da war ich Anfang 30. Ein gutes Alter noch dafür, oder? Ich gönne das eigentlich Menschen in allen Altern. Ja. Aber ja, es war auch da gut, ja. Und jetzt, wenn du zu dem Seminar gleich gehst, dann ist ja offenbar das Ziel dahinter, anderen Menschen sozusagen ähnliche Erfahrungen zu ermöglichen. Was hast du denn in deinem Beruf bisher schon über das Leben gelernt oder über die Art und Weise, wie andere Menschen in Liebe oder Nichtliebe zu sich selbst stehen? Zum Thema Selbstliebe, dass es oft so automatisiert ist, dass man das gar nicht thematisiert, dass man durchaus hart mit sich umgehen kann und es überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Es ist einem nicht mal bewusst. Und dass das sehr weit verbreitet ist in unserer Gesellschaft, dass wir eher leistungsfähig, hart mit uns sind. Das ist weiter verbreitet, als ich dachte. Glaubst du, dass sich das mal ändern wird? Ja, ich denke schon. Warum? Ja. Weil das eine große Bewegung ist, weil das mehr thematisiert wird, weil die Leute auch mehr Zeit haben und vielleicht auch die Mittel, um nicht mehr 14 Stunden am Tag arbeiten zu müssen, sondern vielleicht auch sich mit sowas überhaupt zu befassen. Das ist so, unser Wohlstand ermöglicht das, dass wir sowas überhaupt machen können. Wir müssen nicht wie früher hart ums Überleben kämpfen, sondern haben ein bisschen Kapazitäten. Cool, das war sehr interessant. Tausend Dank. Bitte. Schönen Tag noch. Darf ich Sie hier auf diese Seite bitten? Guten Tag. Danke. Wo kommen Sie gerade her und wo gehen Sie hin? Wir kommen von unserem lieben Frauenstift. Wir haben den Dom besucht. Ja, ich bin der Generalabt der Premonstratenser. Und Magdeburg, das ist für uns wie Jerusalem. Wirklich? Ja. Das ist ein hoher Vergleich. Wie oft sind Sie dann hier? Ja, nicht so. Das ist das dritte Mal, dass ich hier komme. Das dritte Mal in Ihrem Leben sind Sie ja, hier? Ja,
ich muss, wenn ich Sie so sehe, wir sprechen hier über Liebe, was und wen man lieben kann. Mein erster Gedanke ist natürlich, dass ich mit Ihnen über die Liebe zu Gott spreche. Aber ich habe irgendwie gerade gedacht, vielleicht sprechen wir über was ganz anderes. Sie schütteln den Kopf. Warum schütteln Sie den Kopf? Was ich die letzten Tage eigentlich denke, ja. Ja, das ist das Liebe empfangen, das Zulassen, ja. Dass das viel schwieriger ist, wie Liebe zu geben. Und die meisten Menschen spontan beurteilen sich selbst in der Maß, dass die Liebe geben, etwas Gutes leisten, etwas Gutes tun. Aber ich denke, das schönste Geschenk, das man jemandem geben kann, ist seine, ihre Liebe entgegennehmen. Und anzunehmen. Anzunehmen, ja. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 63. Und ist diese Erkenntnis in diesen Tagen erst so richtig gereift oder haben Sie die schon länger? Das geht in Stufen. Ja. Da ich habe so auch eine Jugendliebe gehabt, bevor ich eingetreten bin. So, das Erste ist, dass wir nie keine sexuelle Beziehungen gehabt hatten. Ja. Da, ja, ich war einfach noch zu jung dafür. Ja. Ja, ich war 18. Ja. Meiste junge Männer sind reifer, aber ich war das absolut noch nicht damals. Das ist das Erste. Und das Zweite war, der andere war ein bisschen älter. Der war so ruhig und so selbstlos, ja, dass er mich einfach liebte. Und ich habe das damals eigentlich nicht verstanden. Sie haben es nicht annehmen können, oder wie wir es gerade besprochen haben? Sie verstehen es. Yeah. Und ja, so ist das dann gekommen, dass diese Gedanke wieder, da ich habe diese Gedanke regelmäßig, das ist so ein Gesell. Ja, ja. Das kommt immer zurück, so immer ein bisschen mehr vertieft. Ja. Yeah. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich das bei ihm vernachlässigt habe. Ich habe das nicht angenommen. Ich habe so ein ganzes Konstrukt habe ich immer in meinem Kopf gehabt, dass ich ins Kloster gehen würde, dass er heiraten würde, dass ich zurücktreten sollte und so weiter. Ne? Und das war das Ganze. Aber was mir da eigentlich angeboten werde, nämlich die Liebe, die habe ich ja fast nicht angeschaut. Wie ein Narr kann man doch sein, ne? Aber Sie sind sich nicht böse deswegen, oder? Das ist ja... Nein. Okay, dann bin ich mal beruhigt. Ich kann das heute noch. Ja. Ich kann das noch hingegen. Und ich habe das damals auch getan. Aber ohne das zu verstehen und ohne das wertzuschätzen. Sie sagen, es ist ein Gesell oder es kommt in Stufen, diese Erkenntnis, dass Liebe anzunehmen schwerer ist oder als zu geben. Was hilft Ihnen dabei, das wieder immer weiter zu lernen und weiter zu schaffen? Die Erinnerung. So, ich bin nicht besonders stark, aber die Stärke, die ich habe, kommt von daher. Wieso sind Sie nicht besonders stark? Nicht besonders, ne. Woran machen Sie das fest? Weil ich keine Liebe annehmen kann. Aber Sie können es doch jetzt besser, offenbar. Ja, ja, ja. Das ist doch schön. Ja. Dann sind Sie vielleicht auch stärker geworden. Ich war vielleicht, wann das wichtig ist. Ist das wichtig, stark zu sein? Naja, es kommt darauf an, was man unter Stärke versteht. Ich meine nicht die Stärke hier. Nee. Ich meine eine andere Stärke. Ach, Mensch. Können Sie in Ihrer... Wenn Sie unter Gläubigen sind, wenn Sie hier sind, mit vielen sprechen, auch mit Laien sprechen, wieso lachen Sie denn? Ja, stell die Frage. Ne, meine Frage ist jetzt, ob man da auch so offen über alles und über Liebe sprechen kann. Ich denke ja. Ich denke ja. Aber es geschieht nicht oft. Warum?
Es ist doch ein sachliches Thema, ne? Ja, ja. Und das kommt bis auf dem Fell, ne? Mhm. Auf der Haut. Oder sogar noch drunter. Zeit. Ja. So, dafür muss man Zeit nehmen und muss man einander vertrauen. Ja. Also sie machen ihren Beruf ganz gut. Von wem reden Sie jetzt? Ja, von mir. Von Ihnen, da du ja, Sie, ja, ich sag zu einfach, du. Sie können das so, ja, aus mir herausholen, ne? Wissen Sie warum? Weil es mich interessiert. Also weil ich das sehr interessant finde. Mhm. Deswegen. Aber ich will Sie jetzt hier auch nicht länger aufhalten, als es Ihnen angenehm ist. Das ist mir auch wichtig. Nee. Ja, und über Gott können wir nicht viel sagen. Ne? Warum können wir? Nee, warte, Moment. Sie können nicht so vor mir stehen und dann sagen, über Gott können wir nicht viel sagen. Warum können wir über Gott nicht viel sagen? Ja. Er ist uns zu nah. Er ist uns zu nah. Ja. Das verstehe ich noch nicht ganz. So, ich lebe. Sie auch. Mhm. Das alles hier, ne? Mhm. Wenn man darüber nachdenkt, ja, da bin ich wieder. Dass diese, ja, Eiweiß und die ganze Kette, Atomen und so weiter, ja, eigentlich, dass das zusammenhält, dass das lebt. Das ist so ein Wunder. Nur dann denke ich so, in das Glaubensbekenntnis ist das gesagt, ich glaube an den Heiligen Geist, der Herr ist und das Leben gibt. So, das Leben, ja, das ist etwas, was wir immer empfangen. Ja, du hast schon die Analogie, mhm, geprüft, ne? Da auch Liebe empfangen. Mhm. Und ich denke, das Leben empfangen, das ist eigentlich die richtige Frömmigkeit. So, das Angehen, Mensch zu sein. Nur Mensch. Meine wirkliche Würde liegt darin, dass ich Mensch bin. Ja. Das klingt ein bisschen so, als ob Sie das, was Sie anhaben, eigentlich gar nicht brauchen, für das, was Ihnen wirklich wichtig ist. Nein, das brauchen wir nicht wirklich. Ne. Und da geht es aber den Menschen, mit denen Sie hier sind, ähnlich. Ja, hör mal zu, ich bin der Generalabt. Ja. So, ich sollte diese Symbolik so ein bisschen, ja? Ja. Vielen, vielen Dank. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Machen Sie es gut. Schön, dass ihr hier seid. Wer seid ihr? Wir sind Arbeitskollegen und inzwischen gute Freunde. Mhm. Und was arbeitet ihr? Wir sind am Leibniz-Institut für Neurobiologie in der Hirnforschung. Hirnforschung? Ja. So, das ist doch das Schlagwort, an dem ich jetzt sofort kleben bleibe. Habt ihr bei eurer Forschung, ist wahrscheinlich Grundlagenforschung eher, aber man fragt sich ja, wir reden ja hier über Dinge, die man liebt. Und Liebe ist immer so ein unerklärliches, starkes Gefühl, bei dem man gar nicht so richtig weiß, wie das hier oben überhaupt eine Rolle spielt. Könnt ihr dazu was sagen oder ist das nicht euer Bereich? Also ich würde sagen, es ist nicht nur im Kopf, nicht nur im Gehirn. Das aber ist es auch im Kopf? Oder? Auch. Ja, spielt da sicher auch eine Rolle dabei, aber es ist nicht der Ort, wo es stattfindet. Wo findet Liebe statt? Ich würde sagen, es ist ein Ganzkörperphänomen oder ein Ganzkörpergefühl. Wir haben die Botenstoffe, die im Gehirn ausgeschüttet werden. Wir haben aber auch einen erhöhten Herzschlag oder ein Kribbeln im Bauch. Ein Lächeln auf dem Gesicht. Ich würde sagen, man kann es an sehr vielen verschiedenen Stellen im Körper spüren.
könnte sogar vielleicht sagen, es ist überall, wenn man hinguckt, nicht wahr? Also in der Natur, um uns herum, in uns. Wie kommt das, dass Liebe nicht so ein sichtbar elementarer Bestandteil öffentlichen Zusammenlebens zum Beispiel ist? Wir verschenken uns nicht so sehr aneinander alle. Ja, ich denke, dass wir das verlernt haben. Wodurch? Naja, weil natürlich viel von dem, was Liebe darstellt, glaube ich, auch immer für die Gesellschaft was Gefährliches ist, vielleicht. Sprengt ja auch Ketten sozusagen, Normen. Und ich glaube, es ist auch in unserer Geschichte immer so gewesen, dass Liebe immer ganz stark reguliert wurde. Vielleicht auch, damit wir überhaupt zusammenleben können in so großen Strukturen wie einer Stadt. Ja, aber es ist immer auch reguliert. Also es findet ja nie auch nur in uns selbst statt. Es gibt ja so viele ungeschriebene Gesetze, also über Treue, über Verrat, über was da alles sein soll. Was hat Ihnen beiden ermöglicht, sozusagen über Liebe so zu sprechen, wie Sie es mit mir gerade tun und offener darüber nachzudenken? Also was muss passieren in dem Leben, dass man da hinkommt? Ich denke, es sind die eigenen Krisen, durch die man geht. Ja, und dass Liebe nicht nur aus angenehmen Gefühlen vielleicht besteht, sondern dass es auch die schwierigen Momente gibt und dass die auch da sein dürfen, auch der Schmerz da sein darf. Das ist ja vielleicht oft das Problem. Oder auch der Tod da sein darf am Ende. Das ist vielleicht elementar. Wenn das da sein darf, dann kann auch die Liebe da sein. Ist Schmerz, also Leute meiden erstmal Schmerz. Kann man ja auch verstehen. Tut dir erstmal weh. So, warum soll ich jetzt auf die Idee kommen zu sagen, ich erlaube mir es, verletzt zu werden. Ich erlaube mir es, Schmerz zu empfinden. Ja. Gibt es denn, wenn man sich öffnet, auch für die Liebe öffnet, gibt es dann so etwas wie Stabilität trotzdem? Oder muss man das auch aufgeben? Ja, das ist wie mit, ich glaube, jetzt komme ich sozusagen aus der Hirnforschung, wie mit allen dynamischen Systemen. Sie sind eben dynamisch, sie sind beweglich, ja. Aber sie können auch in all ihrer Bewegung eine gewisse Stabilität entwickeln. Aber die ist nicht wie bei einem Kristall oder wie bei einem Gerüst oder so, sondern die ist immer im Fluss. Es gibt auch fließende Stabilität, ja, was sich bewegen kann. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das auch mit dem Wetter vergleichen. Ja. Wir haben ständig wechselndes Wetter, aber wir haben eine Gewissheit, dass nach dem Regen auch irgendwann wieder die Sonne kommt. Wie verändert denn das eigene Lebensalter den Zugang zu Liebe und was Liebe für einen bedeutet? Also ich kann halt nur, ich meine, es trifft nicht für alle Menschen zu, aber ich finde die Liebe, die man zu den eigenen Kindern empfindet, nochmal eine ganz eigene Liebe und eine, die man kaum beschreiben kann. Hm. Und ich denke, dass das irgendwie auch eine der zentralsten Formen der Liebe ist, die man erleben kann. Also die ist so tief und die ist so... Ja, und die hat was Bedingungsloses, was vielleicht eine Erwachsenenliebe nicht so hat. Das Bedingungslose hat man auch gegenüber einem Lebenspartner nicht unbedingt in der Form. Ja. Nicht oder wo man ja mehr ein Gegenüber hat, einen Erwachsenen, wo man sich wählt bei einem Kind. Das ist wirklich so bei Kindern, dass das wie so ein Level ist, was man vorher nicht freigespielt hat an Liebe, was man... Nee, also als ich diesen kleinen, verletzlichen Wurm im Arm hatte, habe ich gedacht, das ist unbeschreiblich, was da auf einmal zu fühlen ist und welche Verantwortung man da auch trägt und wie wichtig oder wie abhängig die davon sind, dass sie geliebt werden. Das war ein großer Veränderungsprozess in meinem Leben. Ja, und dann glaube ich so als junger Mensch, ja, es ist vielleicht, ich weiß nicht, ich kann ja nur von mir selber sprechen, weil ich habe da noch mehr mit meinem Selbstbild gekämpft. Ja. Jetzt kommt irgendwie mehr Gelassenheit. Das schafft auch eine gewisse Freiheit, die ich nicht hatte, glaube ich, als 20-Jähriger. Oder wo ich auch, glaube ich, noch mehr damals, aber das muss für die Jugendlichen heute nicht gelten, aber ich damals noch mehr irgendwelchen Idealbildern hinterhergelaufen bin, denen ich heute nicht mehr so hinterherlaufe. Vielen, vielen Dank. Es war sehr interessant. Ciao. Tschüss. Es ist schon überraschend, wie man so alles in der Stadt trifft und wie vielfältig die Leute sich Gedanken über Liebe machen. Egal, ob es um die Liebe zu sich selbst geht, die Liebe zu Kindern oder auch die Liebe zur falschen Zeit. Gedanken und Meinungen wie immer gerne in den Kommentaren und, warum denn nicht, am besten gleich den Kanal abonnieren.